Hello, hello Sunshine und willkommen zu einer neuen Legung von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid zu unserem Daily Date. Und zwar gucken wir heute mal auf die nächsten 72 Stunden. Wer oder was erwartet uns? Was kommt hier auf uns zu? Welche Energie wirkt jetzt? Was ist vielleicht auch bei dir los? Was ist jetzt wichtig für dich? Ja, in den nächsten 72 Stunden. Vielleicht hast du ja auch wirklich gerade ein Thema, wo du sagst, oh Mann, ey, ich weiß nicht, ne, wie soll ich jetzt agieren? Wir schauen jetzt mal rein. Also, du musst nichts weiter tun, einfach nur lauschen und da sein. Das reicht schon. Und ja, Leute, abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr neu dabei seid. Ich bin die Sunny und ich lege jeden Tag für euch die Karten. Wir sind eine lustige Truppe, versuchen alles und diesen ganzen Prozess hier, in dem man ja drinne steckt, mit einem Lächeln zu nehmen. Und ja, also ich würde sagen, wir starten rein. Schaut bitte, ob ihr in Resonanz geht. Ihr wisst es, ne, Leute? Es ist eine allgemeine Legung. Kann für dich bestimmt sein, muss aber nicht. Ja? Schau mal, was sich richtig anfühlt. Also, ich bitte um klare Botschaften. Klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Also, die nächsten 72 Stunden. Ich hätte gerne klare Energien. Was hier Thema sein könnte. Welche Energien wirken jetzt hier gerade in unserem Kollektiv? Was könnte Thema werden? Die nächsten 72 Stunden. Okay. In den nächsten 72 Stunden habe ich. Mir kommt was ganz, ganz Spezielles gerade rein. In den nächsten 72 Stunden könntest du ganz spontan eine Entscheidung treffen. Das kriege ich hier rein. Mit dem Na geht es darum, ob du spontan bist. Ja, ob du bereit bist dazu, dich ganz unvorbereitet in den Abenteuer zu stürzen. Hier kommt irgendwie eine ganz spontane Energie und du hast dann die Wahl zu sagen, okay, ja, okay, mal gucken, was kommt. Ich bin hier zwar eigentlich total passiv gerade unterwegs, ich bin vielleicht auch gerade zu Hause auf meinem Sofa und lümmel hier rum, aber okay, warum nicht? Das habe ich hier nämlich. Mit der Welt kommt hier eine Option. Ja, du hast keine Ahnung, was sich da irgendwie auftut oder was zum Beispiel an diesem Abend dann passieren könnte, wie sich das entwickeln könnte. Aber mit dem Na habe ich hier einfach so diese Chance, sich fallen zu lassen und sich da reinzustürzen in das Abenteuer. Ja, ganz spontane Sache. Und es wird dich aus deiner aktuellen Energie so ein bisschen rausholen, kriege ich rein. Ich habe dich nämlich so ein bisschen. Ich will nicht sagen zurückgezogen, aber vielleicht hast du geplant, dieses Wochenende einfach einen ruhigen zu machen, ja, mit den vier der Schwertern. Vielleicht bist du auch so ein bisschen angeschlagen und sagst, oh ey, die Woche, boah, weiß ich nicht, ne? Ich habe irgendwie Bock, einfach Ruhe zu haben. Vielleicht bin ich auch ein bisschen krank, aber ich muss Kraft tanken, Energie tanken. Ich bin hier so ein bisschen passiv im Rückzug. Kann auch sein, dass du aktuell mit Herzschmerz zu tun hast, ja? Mit den drei der Schwertern ist hier vielleicht so ein Thema, was dich einfach aktuell belastet, emotional. Muss nicht unbedingt um eine männliche Person gehen, an die Mädels, ja. Kann auch sein, dass dich deine Arbeit irgendwie emotional belastet. Oder du hast ein Familienthema, eine beste Freundin, mit der bist du im Clinch. Ich habe hier so ein bisschen, na, du bist so ein bisschen na, im Moment. Ja, und dachtest dir, komm, Wochenende, weiß ich nicht, holt man sich eine Pizza, ein Gläschen Wein und macht man sich alleine ein paar schöne Stunden. So, und dann kommt hier diese spontane Aktion. Ich sag dir eins, du rechnest nicht damit. Du rechnest nicht damit. Aber es geht darum, ob du dann sagst, gut, komm, 5 Minuten mache ich mich schnell fertig, irgendwie Haare zu, nimm Zopf, Pulli an und dann los. Ja? Oder du kriegst eine ganz spontane Einladung. Also hier kommt irgendwas aus den Wolken gefallen. Okay. Und du siehst, das ist die Energie, in der bist du und das ist die Energie, in der wirst du sein, wenn du drauf eingehst. Ja? Mit dem Magier habe ich auch ein bisschen Misstrauen von deiner Seite. Du wirst erstmal skeptisch sein, wenn das kommt. Das ist so, weiß ich nicht. Du wirst sagen, ja, genau, als ob. Ja? Oder ach. Oder du guckst so zweimal hin, ja? Ist das jetzt hier wahr oder. Kann auch sein, dass du eine E-Mail kriegst und denkst, das ist so eine Spam-E-Mail. Vielleicht gewinnst du auch was.
Ja, oder da kommt so eine Nachricht, wo du erst nicht glauben kannst, dass du die kriegst. Und dann denkst du dir so, echt jetzt? Ja, und dann geht es darum, ne, ob du es annimmst oder nicht. Okay, alles Klärchen. Was haben wir denn hier noch? Kann noch anknüpfend sein, kann aber auch noch eine andere Energie sein. Die nächsten 72 Stunden, was erwartet uns? Was erwartet uns? Ich hätte gerne klare Botschaften. Oh. Der Wagen und die Sechs der Kelche. Jemand kehrt zurück. Tja, jemand kehrt zurück. Kehrt zurück zu dir nach Hause. Jemand kommt dich besuchen. Oder aber generell jemand aus der Vergangenheit kehrt zurück. Oder aber du hast eine Person, die ist immer, weiß ich nicht, in der Woche auf Montage und kehrt zurück am Wochenende. Jedenfalls kehrt hier jemand zurück. Tatsächlich. Mit dem Wagen ist das eine sehr, sehr schnelle Energie, sehr hastig. Das könnte dich sogar überrumpeln. Und mit den Sechs der Kelchen, Leute, ist das hier eine Person, zu der hast du in der Vergangenheit Kontakt gehabt und deswegen kehrt dieser Mensch zurück in dein Leben, weil ihr vielleicht lange nicht gesprochen habt. Oder aber ihr kennt euch schon wahnsinnig lange und hier steht eine Begegnung an. Ja. Sechs der Kelche, was soll ich euch sagen? Ihr wisst es, ist auch die Seelenpartnerschaftskarte. Und es deutet hier wirklich auch mit den Kelchen an, dass das eine Person ist, zu der hast du wirklich Liebesgefühle, liebevolle Gefühle. Ich habe jetzt hier keinen guten Freund, ich habe wirklich jemanden in der Liebe. Die Liebe, Liebe. Ja? Und mit dem Wagen, weil der Wagen so eine rasante, schnelle Energie ist. Ja, hier, da schafft man es nicht mal mehr, sich noch ein T-Shirt anzuziehen. Habe ich das Gefühl, das knüpft auch ein bisschen hier oben an. Ja, vielleicht ist es ja hier irgendwie eine ganz spontane Nachricht von diesem Seelenpartner aus der Vergangenheit, der sagt, so, heute Abend 20 Uhr und es ist schon 18 Uhr in dem Moment und dann denkst du so, hä? Wir haben uns seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren nicht gesprochen und jetzt willst du mich hier in anderthalb Stunden sehen oder was? Ja, deswegen so ein bisschen dieses Erschrockene. Ja, und dann liegt es bei dir. Bleibst du da, wo du bist, auf Distanz und in dieser Trennungsenergie und sagst, ne, ich will nichts mehr von dir hören. Oder aber sagst du mit dem Narr, na, let's go, komm, ich lass mich fallen, ich mach's jetzt einfach. Ich spring rein, ja, ins kalte Wasser. Egal, was kommt, ich weiß noch nicht, wer weiß, ja. Ja, die Liebe, Liebe, also jemand in der Liebe könnte hier präsent werden. Ansonsten kann es auch sein, dass du hier vielleicht ne, spontan zu einem Festival gehst oder so und auf einmal, batz, steht da vor dir. Eine Person aus der Vergangenheit. Kann auch sein. Das ist hier so das, was ich reinbekomme. Spannend. Ja, wirklich spannend. Das geht schnell. Also nicht überrascht sein, wenn es ganz plötzlich kommt und unerwartet. Ja, der Wagen, rasant, rasant. Es kann aber auch sein, dass du Besuch kriegst, ja. Ein schwarzes, weißes Auto kommt mir rein. BMW sehr präsent. Dass du Besuch kriegst von jemandem aus der Vergangenheit, ja. Ganz plötzlich. Vielleicht ruft dich auch jemand an. Ey, ne, Sabine, ich bin in der Stadt. Wie sieht's aus? Hast du Zeit heute Abend? Und du denkst dir, was? Ich bin hier und ich wollte nur meine Pizza essen heute Abend. Jetzt kriege ich hier so eine Wucht von Angebot. Was mache ich jetzt? Ja? Und du denkst dir vielleicht erst, er will dich veräppeln oder sie. Aber ich habe hier schon die Liebesgefühle drin. Und da zeigen sie sich wieder, die Zehn der Kelche. Das könnte hier wirklich zu einer schönen Situation in der Liebe führen mit den Zehn der Kelchen oder am Deck. Okay, eine Botschaft hätte ich jetzt ganz gern auch noch. Die nächsten 72 Stunden. Das geht ja mal flott hier heute. Die Hohepriesterin. Oh, ich habe eine ganz wichtige Botschaft für dich. Mach dir bitte Gedanken, wo du in Zukunft hin möchtest, sagen die Karten. Bitte geh ganz, ganz tief in dich. Lass die letzten Monate Revue passieren. Hol deine ganzen Erkenntnisse, die du so fleißig hattest in letzter Zeit, nochmal hoch und überleg dir ganz genau, wer willst du sein in Zukunft und wo willst du hin? Und wie könnte dich das hier effekten? Also Effekten bedeutet auf Deutsch beeinträchtigen, touchen, berühren. Ja,
Du wirst nämlich, ich habe immer mehr das Gefühl, hier wird diese Entscheidung auf dich zukommen. Mit den zwei Stäben hast du halt die beiden Optionen. Also du hast auch mehrere Optionen, aber grundsätzlich ist das so, als würdest du vor einer T-Kreuzung stehen. Ja? Gehst du links oder gehst du rechts? Und die Karten sagen dir, du hast deine Antwort. Du hast die. Frag dich ehrlich und die Intuition wird dir antworten. Aber bieg bitte nicht falsch ab. Hier ist wirklich so nochmal so der Hinweis von den Karten. In den nächsten 72 Stunden geht es irgendwie um deine Zukunft. Kann hiermit zusammenhängen, vielleicht in Bezug auf den Menschen oder ob das Angebot, was du hier vielleicht annimmst. Oder es ist eine ganz neue Energie, die hier reinkommt. Es wird eine Entscheidung irgendwie relevant sein. Und die könnte Einfluss haben halt auf den Weg, den du danach gehst. Du sollst dich nicht selber täuschen, höre ich. Steh für dich ein, ja. Und wenn du was hast, wo du sagst, ey, das liegt mir am Herzen, dann kämpf dafür, sagen die Karten. Kämpf dafür. Es geht definitiv um die Zukunft. Ich hätte jetzt ganz gern noch mal eine Botschaft zu dieser Info. Was hat es denn hier auf sich? Was ist, noch mal eine Klärungskarte bitte hier auf die zweite Stäbe, damit wir hier ein bisschen genauer Bescheid wissen. Die Hohepriesterin. Denk an dein höchstes Wohl. Was möchtest du wirklich? Und wer willst du nicht mehr sein? Klärungskarte bitte. Auf die zweite Stäbe. Worum geht's hier? Worum geht es hier mit den zwei der Stäben? Ich hätte gerne klare Botschaften. Zwei der Stäbe. Du wirst dich fragen, wie mache ich es jetzt? Wie mache ich jetzt weiter? Wenn ich das jetzt tue, welche Konsequenzen wird das haben, höre ich. Kann auch sein, dass du dir einfach die Haare färben willst und du hast so die Packung schon in der Hand und denkst, oh Gott, wenn ich das jetzt mache und das geht schief, dann muss ich 3 Wochen mit grünen Haaren rumrennen. Überleg es dir gut, bevor du es machst, sagen die Karten. Ja? Ich habe 2 Klärungskarten bekommen. Die 10 der Stäbe und die 8 der Münzen. Es geht um deinen Prozess. Für einige habe ich auch die Arbeit drin, die da mit drin steckt. Es geht hier um einen Prozess. Du hast eigentlich einen Zyklus schon beendet. Ein Zyklus, der dich sehr, sehr, sehr mitgenommen hat, weil er dich einfach gestresst hat, weil er dich angestrengt hat, weil es eine Belastung war für dich. Zum Beispiel hast du einen alten Job gekündigt. Und jetzt kommt hier vielleicht das Angebot von deinem Chef, hey, wollen Sie nicht doch lieber wieder anfangen? Und du denkst dir, oh Gott, eigentlich habe ich doch die Situation verlassen. Ich habe doch diesen Prozess hier gemeistert mit den 8 der Münzen. Soll ich da jetzt echt wieder zurückgehen? Genau das Gleiche könnte statt mit dem Job mit einer Beziehung sein. Ja, jemand Altes, so ein alter Zyklus, so eine alte Kamelle, die kommt hier hoch und du kannst dir jetzt überlegen, lässt du dich nochmal drauf ein oder bleibt es vielleicht auch dabei, dass du sagst, nee, ich bin ja gegangen, weil mich das hier so angestrengt hat. Das war so viel Ballast und ich bin ja nicht umsonst gegangen in der Vergangenheit, ja. Ich habe hier schon meine Lektion gelernt und ich hatte mir das auch alles gut überlegt. Guck, ob du das jetzt hier nochmal. Oder beziehungsweise kannst du ja auch. Die Karten sagen dir allerdings, du hast im höheren Sinn die Antwort schon. Also veräpple dich nicht selbst. Ja? Hier geht es wirklich um deine Zukunft. Das wird Auswirkungen haben, sagen die Karten. Okay. Da hätte ich jetzt ganz gerne einmal eine Energie für dich. In Bezug auf die Person, die mir jetzt hier zuschaut, welche Energie ist hier relevant in den nächsten 72 Stunden? Worauf dürfen wir achten? Worauf dürfen wir achten in den nächsten 72 Stunden? Der Mut ist gefallen. Das ist Wahnsinn, ne? Ich habe gesagt, es wird um eine Entscheidung gehen. Jetzt schau dir das an. Entscheide. Mutig und kühn. Mit einem klaren Kopf. Genau wie ihn die Hohepriesterin hat. Du hast die Antwort in dir. Entscheide mutig. Ja, mutig bedeutet, man steht für sich ein.
Ja, auch wenn man sich denkt, oh Gott, was könnte der andere von mir denken? Oder was ist, wenn ich meinem Chef dann vor den Kopf stoße? Mutig bedeutet, ich mach das jetzt. Ich ziehe das durch. Ich stehe für mich ein. Mutig und kühn. Ja, wichtig. Diese Energie, dein Mut ist gefragt. Vielleicht auch der Mut, sich hier wirklich in dieses Neue einfach reinzustürzen. Ja. Mut. Schau mal, was es mit dir macht, ja? Was dieser Mut hier in dir auslöst. Wo darfst du vielleicht noch mutiger sein? Was erfordert denn bei dir Mut? Wow. Schaut euch das an. Ah, ich liebe das, ne? Wenn mein Stimmungsring die Karte matcht. Oh, ist das schön, ne? Wahnsinn. Die Farbe Blau empfinde ich als sehr signifikant, sehr kühle Farbe, ja? Du sollst klar bei Sinnen bleiben, kommt mir rein. Atme vorher nochmal tief durch, bevor du eine Entscheidung triffst. Ich sehe so Gedankenstrudel und Emotionen und so, bevor du diese Entscheidung triffst. Geh kurz raus, atme einmal tief ein und aus und lass mal wirklich einmal alles durch deinen Kopf einmal durchlüften, dass du aus dem richtigen State auch dann die Entscheidung triffst. Ja? Und dann ziehst durch, sagen die Karten. Dann ziehst durch. Wie gesagt, halt den Stab dann fest und mach's. Okay. Okay. Wir haben's drin. Alrighty. So, die nächsten 72 Stunden. Jetzt gucken wir noch mal rein. Grundsätzlich auf eine Energie. Welche Energie wirkt hier noch in den nächsten 72 Stunden? Von der wir zehren können, ja, auf die wir uns vielleicht einstellen können, auf die wir jetzt legen, die nächsten 72 Stunden. Ich hätte gerne noch eine klare Botschaft für eine Energie, die uns umgibt oder umgeben wird, besser gesagt. Auch hier die Farbe Blau. Die Farbe Blau könnte relevant sein. Mit Blau verbinde ich auch immer Luft- und Wasserelement. Vielleicht hat jemand das Sternzeichen Krebs, Skorpion, Fische oder Zwilling, Waage, Wassermann, kommt mir gerade rein. Wir haben drei Karten. Enthüllte Geheimnisse, entdeckte Schätze, Initiationen. Geheimnisse und Enthüllungen. Ja, etwas, wenn man etwas enthüllt, entwickelt, ja, dann kommt man näher an den Kern. Dann wie so ein Verband, den man abnimmt. Man entwickelt ihn, ja, man enthüllt ihn und dann kommt das, was darunter liegt, zum Vorschein. In den nächsten 72 Stunden, ja, kann hier so ein Schleier gelichtet werden. Darunter kommt etwas zum Vorschein. Ja? Okay, was ich sehr bezeichnend finde, ist das Schwarz, die beiden Säulen. Schwarz und Weiß. Ich habe vorhin schon gesagt, bei dem Auto, wir haben Schwarz und Weiß. Hier sind sehr gegensätzliche Energien. Ihr, du und eine Person könntet sehr gegensätzlich sein. Ja? Hier kann sich etwas lichten. Dann höhere Herzaktivierung. Deckung fallen lassen. Das finde ich ja jetzt Wahnsinn. Genau wie wenn man etwas entwickelt, dann fällt ja quasi die Deckung, der Verband. Deckung fallen lassen. Mit dem Narr, ja, lässt man sich fallen ins Unbekannte. Göttliche Liebe, dein Herz ist geheilt. Ja, du bist hier bereit. Das Herz, ja, dieser Herzschmerz, den du sehr, sehr lange Zeit empfunden hast. Du hast hier einen Prozess, der sich dem Ende neigt. Also du bist bereit, sagen die Karten. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, dein Herz, es ist jetzt bereit für die Aktivierung. Die Frage ist, lässt du dich fallen? Fallen lassen bedeutet auch loslassen. Ne, dieses Ent.
Etwas geht weg. Loslassen, fallen lassen, entwickeln, enthüllen, Deckung fallen lassen. Ehrlich zu sich selber sein. Den Schleier lichten, mal klar wieder auf die Dinge schauen. Und ich glaube, genau darum geht es. Ich sagte noch, geh raus und atme tief durch vorher. Sieh die Dinge für das, was sie sind. Mit diesem neuen Wissen und diesen Erkenntnissen, die du hast. Eintauchen ins Licht. Volles System-Upgrade. Upgrade bedeutet hoch, ja? Besser werden. Hier Level up. Erwachen der Macht. Für mich hat das hier eine sehr spirituelle Energie. Wie gesagt, du bist die Hohepriesterin. Du hast vielleicht auch in den letzten Tagen schon intuitiv so ein Gefühl reinbekommen. Und wichtig ist, dass du auf deine Intuition hörst. Sie will dir was zeigen, sie will dich leiten. Ja? Vielleicht wird hier jetzt auch bewusst der Schleier von irgendeiner Sache genommen, damit du klar sehen kannst. Ja? Damit du weißt, wo du hin sollst. Damit du wirklich die richtige Entscheidung triffst. Hältst du fest oder lässt du los? Wahnsinn. Hältst du fest, weil du hast dich eigentlich distanziert oder lässt du los? Kommt mir rein. Um sich fallen zu lassen, braucht man Mut. Besonders wenn man an so einer Klippe steht. Ich habe das Gefühl, hier kommt irgendetwas, ein großes Thema oder ein Mensch, der sehr viel Wert hat in deinem Leben, wo du dann vor etwas stehst, wo du eine Entscheidung fällen musst. Und entweder denkst du an dich und dein großes Ganzes, ja, und hast diesen Mut für dich wirklich einzustehen, auch wenn du ja dadurch vielleicht was anderes verlierst oder erstmal Angst hast oder so. Aber letztendlich sagen die da oben, guck mal hier, das sieht fast genau gleich aus. Ich finde das Wahnsinn. Das ist dein Weg. Das ist dein Weg. Upgrade. Hier soll jetzt was Gutes, was Besseres in dein Leben kommen. Wahnsinn. Okay, also. Letztendlich würde ich jetzt ganz gern darauf nochmal fragen, wie... Oder was rät denn das Tarot, sollten wir uns verhalten in dieser Situation? Welchen Rat haben wir denn jetzt hier noch vom Tarot in den nächsten 72 Stunden? Oh, es ist Wahnsinn. Die Gerechtigkeit. Atme ein, ja, wege ab zwischen Gut und Böse. Die Karten wiederholen sich. Ja, zwei der Stäbe. Zwei Optionen. Behalte wirklich einen klaren Kopf mit der Gerechtigkeit. Was noch? Rat des Schicksals. Ja, dir wird jetzt die Fülle zuteil. Es ist so, es soll so sein. Ja? Es dient dir, es dient deinem Weg. Mir kommt auch Belohnung rein, weil du einen alten Zyklus eben auch beendet hast. Das könnte hier absolut die Fülle bringen. Ja, und das Ganze ist schicksalhaft. Die da oben sind am Deichseln. Deswegen wollen die auch, dass du auf deine Intuition hörst. Hallo, ruft's von oben. Wir haben hier einen Weg für dich. Hörst du ihn? So, und jetzt stellen sie dich da an eine T-Kreuzung. Gehst du jetzt nach links, weil der Kopf das sagt, oder gehst du nach rechts, da wo die Intuition dich hinführt? Und die gucken von oben. Na, hört sie wohl auf die Intuition? Sie soll nämlich rechts gehen. Mal gucken. Oder geht sie doch links? Wahrscheinlich wetten die da oben sogar. Ich sag links. 5 auf rechts. Ja. Hier wollen dich deine Engel vielleicht auch, ja? Die lichte Welt möchte dich hier wirklich auf einen gefüllten Weg bringen, sage ich jetzt mal. Auf einen Weg der Fülle, besser gesagt. Ja? Es soll jetzt hier zu deinem persönlichen System-Upgrade kommen. Du sollst jetzt hier eintauchen in das Licht, in deiner eigenen Macht wieder erwachen, weil du, das war ja der Prozess, dass du in die Macht kommst. Die Hohepriesterin, die hat die Macht. Die ist nach oben hin angebunden. Die ist in ihrer Intuition. Die ist sehr weise, sehr spirituell. All das, was auf deinem Weg lag, sollte so sein.
auch teilweise Abschiede oder Situationen, die man verlassen hat und, damit du weiterkommst auf deinem Weg. Du warst ja nicht dafür bestimmt, hier stehen zu bleiben an Grashalm 3. Nein, die da oben haben gesagt, so, jetzt nimmst du deine Sachen und ziehst weiter. Damit du hier vom Mädchen, die durch den Wind ist, zu Hohepriesterin wirst. Und das sollte so sein mit dem Rat des Schicksals. Wow, wirklich, das ist eine schöne Botschaft. Okay, dann hätte ich jetzt ganz gern eine letzte schöne Botschaft, hoffentlich, von den Engeln, ja? Die nächsten 72 Stunden, was habt ihr hier noch an Botschaft für uns? Was habt ihr an Botschaft für uns? Die nächsten 3 Tage, und es ist egal, wann du das Video siehst, wenn du es anklickst, ab da gelten dann die 3 Tage. Plus, minus ein paar Stunden, ist auch nicht so wild, ja? Wir legen uns da nicht so fest, aber wir brauchen ja ungefähr einen Rahmen. Eine Botschaft hier noch von den Engeln. Kein Grund zur Sorge. Mach dir nicht zu viele Gedanken, mach dir nicht zu viele Sorgen, ja? Zerdenk dir das Ganze nicht, kommt mir rein. Hör auf diese kleine Stimme, die du im Bauch hast. Nicht oben im Kopf, im Bauch. Da ist so ein Kribbeln in deinem Bauch. Stell dir selber mal ganz spontan eine Frage und der allererste Gedanke, der dir sofort in den Kopf schießt, das ist deine Antwort. Nicht der zweite Gedanke und nicht der dritte, weil das ist Kopf. Wenn ich dich jetzt frage, willst du mit diesem Menschen sein? Dein erster Gedanke. Ist es dieser Mensch wert, dass du deine Entscheidung, die du gefällt hast, revidierst? Erster Gedanke. Willst du zu diesem alten Job zurückgehen? Erster Gedanke. Würden wir immer so agieren im Leben und immer schön auf unsere Intuition hören, die da oben, die würden sich freuen. Die würden sagen, die würden da stehen mit Trompeten, ja, und sich einfach nur freuen. Ach toll, die Menschen, ja super. Ne? Die Seelen da unten, die folgen der Intuition, so wie es sein soll. Das ist unser Kompass. Und hier brauchst du dir keine Sorgen machen. Wenn du auf dieses Gefühl hörst, wirst du ankommen, wo du hin sollst. Ja, so lassen wir stehen, Leute, von heute. Das war's. Das war meine Botschaft für euch heute an diesem Tag für die nächsten 3. Und ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn er sagt, yo, Resonanz, kann ich was mit anfangen. Und lasst mir einen Kommi da, erzählt mir was, ja, irgendwie zu eurer Story oder was ihr heute gefühlt habt. Ich finde das so unwahrscheinlich spannend, euer Feedback zu lesen. Und ansonsten, ja, seid ihr herzlich eingeladen ins Team Sunshine, das sind wir. Lasst ein Abo da auf meinem Kanal, dann sehen wir uns morgen auch wieder. Und ja, genießt die Zeit, macht euch keine Platte, ja, es fügt sich sowieso alles. Alles kommt, wie es kommen soll, ganz, ganz wichtig. Also, meine Lieben, ich habe euch lieb und niemals vergessen, always smile and shine.